Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Boom Beach und Level 17 bin ich, alles klar, machen wir mal hier alles weg. Es ist wieder Montag, das heißt ich habe mich 2 Tage verspätet, weil, ja, keine Ahnung, war irgendwie jetzt schwierig die letzte Zeit. Also Samstag habe ich es halt nicht geschafft, weil ich da am Schneiden war und Sonntag war ich nicht am Schneiden, da habe ich aber ganz viel anderes Zeug gemacht für mein Studium und ach du Scheiße, jetzt hör doch auf, was ist das denn? Ich würde jetzt hier nicht irgendwas mit Vodafone. Ach, so, dann machen wir mal gratis Diamanten, ja, irgendwie sowas, ne? Und dann hier würde ich sagen, hä, was steht da? Gegenstand befindet sich bereits im Inventar. Ach so, lol, wahrscheinlich hier dieses Ding, Eisentresor, kann ich nicht nehmen. Naja, gut, egal, ne? Dann, ach so, trotzdem abholen geht auch. Lol, ich habe das jetzt nicht gelesen, aber ja, ist ja auch hoffentlich egal. So, dann gucken wir mal beim Video. Ja, okay. Ja, ich gucke ja mal, ich kann ja mal gucken, wo ich diesen Eisentresor finde. Aber selbst wenn ich den jetzt doppelt habe, also ich hätte jetzt eh nichts dagegen tun können, ne? Das wollte ich nur nochmal dazu gesagt haben. Naja, egal. So, jedenfalls kam ich halt wieder tagelang nicht zum Aufnehmen hier, ne? Und ich versuche jetzt eben alles nachzuholen. Und eigentlich will ich mich auch beeilen, weil ich dann auch noch schneiden will heute und ja, ich habe nicht so viel Zeit, ne? Also schon einigermaßen, aber ich werde viel schaffen und deswegen, ne? So, zack. Ja, da weiß ich noch nicht, was ich heute als Thema nehme. Nebenbei rendere ich wieder ein paar Rohaufnahmen durch, die ich später dann, ja, also die ich mir sichern will einfach, ne? Das mache ich seit einer Weile so. Ist auch ein gutes System eigentlich, dass ich einfach nochmal die Folgen, die ich noch lange auf der Festplatte haben würde, weil ich einfach nicht zum Schneiden komme, weil ich immer nur wenig Videos schneiden kann in kurzer Zeit und ja, dann bleiben halt die restlichen Aufnahmen immer so lange liegen und ja, es hat sich halt viel angesammelt und so, ne, ist halt ein bisschen blöd. Jedenfalls, wenn ich das hier durchrendere, dann geht das immer ganz gut, dass ich da das wegkriege und beziehungsweise die Sorge wegkriege, dass die Aufnahmen irgendwann weg sind, weil das Problem ist ja, so eine Festplatte hält nicht ewig und gerade je länger man die benutzt, ist es halt so. Und ich will zumindest ein Backup von all meinen Aufnahmen haben, ne? Das ist ja eigentlich verständlich, das sollte man immer machen, seine Daten sichern. Und seit einer Weile nehme ich das eben besonders ernst, weil ich wirklich so immer mehr Angst hatte, je mehr Aufnahmen das wurden und je unübersichtlicher, desto mehr hatte ich Angst, dass sie alle umsonst waren vielleicht und ja, so, da kriegt man halt irgendwann so Paranoia sozusagen, auch wenn es unbegründet ist oder nur teilweise begründet, aber ja, ich will einfach mich sicher fühlen und die einfach nochmal haben, damit die nicht weg sind, ne, und ja, dann kann ich die später auch ordentlich schneiden, ja, passt. Das Problem ist, dass ich die eben alle durchrendern muss und nicht einfach kopieren kann, weil die Dateien an sich viel zu groß sind, als dass ich die nochmal doppelt speichern könnte. Und durchgerendert sind die dann nur, na, so ungefähr ein 20stel so groß, würde ich sagen. Oder noch weniger teilweise, kommt drauf an. Ja, jedenfalls ist das wesentlich besser. Und da kann man mitarbeiten, ne? So, ich verbessere jetzt mal den Typen da, würde ich sagen. Und wir müssen noch tauchen gehen, das darf ich nicht vergessen. Dann machen wir mal, irgendwo setzen wir das ein. Och, na, was nehmen wir da? Ich weiß es nicht. Tauchstelle, hier ist eine. Okay, genau vor der Nase und ich sehe es nicht. Na klar. Na, würde ich nochmal abwarten. Was gibt's hier so? Vielleicht ist das ja besser. Ah ja, das nehmen wir. Gut, das passt. So, dann gehen wir mal in die andere Dings. Oder Ansicht und mal sehen, vielleicht kann ich ja hier angreifen. Ja, das sollte gehen. Probieren wir es mal. Und ich darf nicht wieder verpassen, direkt zu starten. Was ja mir immer gerne mal passiert, aus irgendwelchen Gründen. Also zack, Attacke. Und mal sehen. Ah, der Gegner hat auch begonnen jetzt. Alles klar, aber ein bisschen später als ich. Und ich hoffe, meine Aufstellung in der Base ist einigermaßen gut, dass die Leute überleben. So, ich würde sagen, die konzentrieren sich alle mal auf einen. Oder war das richtig jetzt? Oh ne, die sterben. Alter, das war ja ein kompletter Scheiß. So, Rückzug, direkt raus aus der Scheiße, ja. Eigentlich habe ich schon wieder keinen Bock mehr, weil ich heute eh kurz machen muss. Ja komm, dann lassen wir es einfach, oder? Kann ich jetzt eigentlich schon den nächsten machen?
Ach komm, da mache ich noch einen, aber dann bin ich raus. Ach, so ein Müll, das war ja wieder kompletter Griff ins Klo. Ey, ich verstehe es nicht. Ich war doch neulich mit denen gar nicht so schlecht dabei, oder? Wie waren das? Oder waren das wieder andere? Die waren doch eigentlich richtig stark, dass die viel ausgehalten haben und alles. Guck mal, die heilen sich doch auch selber, ne? Warum waren das ebenso schlecht? Die haben ja gar nichts hingekriegt. Das war ja übel, ey. So, hä? Ach so, der Gegner hat jetzt schon. Na toll, der liegt wieder vorne. So. Na, der wird natürlich gewinnen jetzt. Weil der schon eher dran war. Ach, wieder so knapp, Alter. Scheiße. Obwohl doch, ich gewinne. Oh, zum Glück. Alter, das war nochmal Glück. Okay, das habe ich gebraucht irgendwie. Ne? Endlich mal. Ey, ne? Der hat aber ganz schön gebraucht hier für das zweite Ding. Meistens gehen die immer so direkt nacheinander. Zack, zack, und dann sind beide weg. Aber okay. Gebe ich mich zufrieden, ist schon mal besser als sonst. Und ja, dann gehen wir hier wieder in die Hauptbase. Haben eigentlich alles gemacht und sehen uns dann nächste Woche wieder. Also, ciao.